So, mit welchem Team machen wir das Ganze? Das ist die große Frage und ihr habt es im Thumbnail gesehen, ihr seht es im Titel und ihr seht es auch jetzt im Hintergrund. Es geht mit dem BVB los. Ein Team, das in Deutschland sehr beliebt ist und denke mal auch unter meinen Abonnenten sehr beliebt ist, wenn das der Fall sein sollte. Lasst auf jeden Fall für diese neue Serie einen Daumen nach oben da. Zum Abschluss noch einmal Training und dann haben wir es auch geschafft. Die Ergebnisse sind wieder so mau. Naja. Nochmal ein abschließender Blick auf die Tabelle. Unser Halbfinalgegner, unser Revierderby-Gegner ist auch in der Liga. Direkt unser Rivale. Allerdings sind wir Meister, sind Tabellenerster und dafür kann man doch auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da lassen. Ja, es ist wieder soweit. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind wieder am Start und diese Saison ist natürlich im Zeichen ganz, ganz vieler Veränderungen beim BVB. Personeller Umbruch nach dem Abgang von beispielsweise Mats Hummels oder Ilkay Gündoğan. Wir haben extrem viele Talente und wollen eine neue Dynastie aufbauen mit dem BVB und das als Trainer dieses geilen Vereins. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch drüber freuen. Wir werden eine ordentliche Zeit hier bei diesem Verein verbringen und ich bin mir sehr sicher, ihr werdet daran eine Menge Spaß haben. Wir haben geile Spieler, ich werde geile Transfers tätigen auf den Positionen, wo ich den Bedarf noch sehe und natürlich werdet ihr auch interagieren können. Ich denke, dieser Karrieremodus wird mindestens so geil wie der letztes Jahr. Ein Like ist eine großartige Unterstützung, aber gerne könnt ihr auch diesen Kanal hier kostenlos abonnieren oder die Videobeschreibung auschecken. Das sind IGVault mit 6% Rabatt mit dem Kommas Gaming TV auf alle eure Coins oder beispielsweise PSN und Microsoft Guthaben. Selbstverständlich mein Merchandise und Instagram und Twitter. Schaut doch auf jeden Fall vorbei und wir schauen uns hier einmal die Ziele an, die wir beim BVB in diesem Jahr haben. Champions Cup. Wir spielen tatsächlich das erste Mal in der Champions League in einem Karrieremodus von Anfang an. Halbfinale erreichen, Bundesliga Meister werden und deutscher Pokalfinale erreichen. Also große, große Ziele. Spielschwierigkeit, aber natürlich auch Legende. Nachwuchsentwicklung. Wir sollen einen Profit aus 3 Millionen von Verkäufen mit Nachwuchsspielern erzielen. Markenpräsenz. 120 Millionen Trikotverkäufe und 170 Millionen Werbeeinnahmen. Halbfinale erreichen im Champions Cup. National haben wir gerade schon gesehen. Und Finanzen, die Spielergehälter wöchentlich um 75.000 verringern. Das kann ich schon mal abhaken, das wird nämlich nichts. Wir haben Transferbudget von geschmeidigen 80 Millionen um den Dreh und 170.000 Gehaltsbudget. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Wir gucken uns erstmal den Kader an, wo wir überhaupt irgendwas machen müssen oder wo wir eventuell Spieler verkaufen wollen. Und gerne könnt ihr mir das natürlich auch in die Kommentare schreiben, würde ich mich drüber freuen. Und es geht vor allem auch darum, was wollt ihr sehen? Wollt ihr den Bundesliga-Stil haben? Wollt ihr nur den Bundesliga-Stil haben? Also den Sportschau-Stil, Entschuldigung. Wollt ihr nur den haben? Wollt ihr nur den normalen Stil, das heißt live kommentiert? Wollt ihr einen Mix aus beidem oder... Ja, das sind eigentlich die drei Optionen, die es gibt. Hier ist eine Infocard, stimmt gerne ab. Hier seht ihr die Spieler, die wir auf die Transferliste bzw. Leihliste gesetzt haben. Shahin, Ramos, Subotic, Park, Joho, Bohnmann und Reimann sind zum Verkauf. Dazu Larsen, Fritsch, Durm, Merino, Ginter und Burnic zur Leihe. Und natürlich habe ich mir dabei was gedacht und das erläutere ich euch jetzt mal. Das System, was ich beim BVB etablieren möchte, ist vielleicht nicht ganz üblich für einen Karrieremodus, aber ich finde es ziemlich geil. Und zwar ist das 4-3-2-1, unter anderem vorne natürlich mit Aubameyang, Dembele und Marco Reus, auch wenn sie hier gerade falsch rumstehen. Momentan im Mittelfeld Götze, Weigel, Castro, Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer, Bürki. Aber natürlich ist nicht in Stein gemeißelt, je nachdem, was ihr für Spieler sehen möchtet oder vor allem auch, was ihr meint, was ihr für Spieler abgeben könnt. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Gerade im zentralen Mittelfeld denke ich mal, dass Götze teilweise bei euch umstritten sein wird. Auch ein Castro ist definitiv nicht in Stein gemeißelt. Genauso wenig wie ein Bartra oder eventuell ein Schmelzer. Auch wenn wir da mit Guerrero und Spieler haben, danach kommt genauso wie bei Piszczek, den ich vor allem auch sehr, sehr gerne mag, wo wir natürlich Felix Paslak haben, der von hinten nachrücken könnte. Im Sturm werde ich auf jeden Fall Isak seine Einsatzzeiten geben. Da steht, denke ich mal, fest hinter Aubameyang. Moore wird auch seine Spielzeit bekommen. Schürrle und Pulisic natürlich auch. Merino theoretisch, aber den wollen wir ja eigentlich verleihen. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns, aber ich glaube, das könnte ziemlich, ziemlich cool werden. Vor allem aber ganz, ganz wichtig, schreibt eure Ideen, Anregungen und Wünsche gerne in die Kommentare. Was wir für Talente haben, ist einfach übrigens nur unglaublich in diesem Karrieremodus. Isak, Dembele, Pulisic, Moore und Weigel im Training und das sind nicht mal alle. Götze könnte man trainieren, Guerrero könnte man trainieren, Ginter könnte man trainieren. Wahnsinn. Und die Ergebnisse sind für den Anfang auch nicht so schlecht. Achso, ich könnte natürlich mal die Einladungsturniergruppe zeigen, ne? Tottenham, City und Inter Mailand. Ist nicht so einfach. Andere Gruppe ist Seoul, Jeonbuk, Hyundai und Al-Nassr und Rom. Das ist ein bisschen anderes Level. Champions League habe ich übrigens ein bisschen abgewandelt, weil wir ja schon mit den Transfers von 17-18 spielen. Dementsprechend machen wir auch die Saison 17-18. Sevilla, Leverkusen, Nizza und Warschau in der ersten Gruppe. Zweite Gruppe Barcelona, United, wir und Besiktas. Wir haben also die absolute Hammergruppe. Dazu Bayern, Turin, Eindhoven, Salzburg, Atletico, City, Monaco und Borussia Mönchengladbach, PSG, Neapel, Tottenham, Celtic, Benfica, Moskau, Rom und Brügge, Porto, Basel, Kopenhagen und Amsterdam und Real, Arsenal, die Young Boys, Bern und Sporting.
Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Mal sehen, wie wir in unserer Megagruppe bestehen können. Wir können uns nicht erlauben, mit B11 zu spielen. Deswegen mit der A11, die ich gerade ausgerufen habe, gegen Manchester City. Mal schauen, wie das laufen wird. Die spielen mit B11 und Reus macht gleich mal das 1-0. Humphrey Grant, Adara, Biojo und beispielsweise auch Gunn sind natürlich auch nicht die Premium-Defensive. Aber trotzdem dürfen wir Spieler wie Jesus Navas, auch wenn das Gabriel Jesus ist, sehe ich gerade, und Nolito nicht unterschätzen. Wir gewinnen aber 2-0. Götze macht den entscheidenden Treffer. Sehr, sehr gut. Und da flattert das erste Angebot rein für einen Spieler, den wir auf gar keinen Fall abgeben wollen. Unter 75 Millionen. Das ist ja immer so ein bisschen meine Schmerzgrenze. Der dreifache Marktwert. Und das ist Sokratis. Chelsea möchte den haben. Mm-mm. Total entspannt, wenn man wieder sieht, dass man gefailt hat und wieder ein asynchrones Video hatte. Das ist nicht so schön. Jetzt geht's gegen Inter mit Dortmund. Hoffentlich läuft es da besser als mit RB. Werden wir mal schauen. Und jetzt bin ich gespannt, was dabei rumkommen wird. Wir spielen mit der gleichen Elf, abgesehen davon, dass anstelle von Bartra Bender spielt und anstelle von Götze Kagawa. Und bisher ist noch nichts passiert. 0-0 am Ende. Wir sind momentan Tabellenführer in unserer Gruppe. Jetzt geht's gegen Tottenham. Wir spielen mit Schürrle für Reus, mit Götze für Kagawa wieder, mit Sahin für Weigel. Und ansonsten noch mit Bartra für Bender. Aubameyang macht das 1-0, sein erstes Tor unter unserer Regie. Ich hoffe, davon werden noch einige kommen. Am Ende geht's 4-0 aus Ober mit einem Doppelpack Schürrle und Götze treffen. Sehr, sehr gut. Damit sind wir auf jeden Fall schon mal im Halbfinale. Erster Transfer ist am Start. Wir haben Reimann verkauft und zwar nach Fortaleza für 140.000, die wir an Transferbudget bekommen und 200.000 insgesamt. Ich hoffe, seine Karriere wird er da pushen können. Bisher hatten wir absolute Top-Gegner und jetzt geht's gegen Jeon Buk. Hyundai Motors. Haben gegen Al-Nassr gewonnen, gegen Seoul verloren, gegen Rom unentschieden gespielt, sind trotzdem im Halbfinale. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir uns da durchsetzen können. Wir spielen so ein bisschen mit B11, Bender, Durm, dazu Merino, Rode, Pulisic. Das war es eigentlich, so B11-lastig ist es auch nicht. Aber nach 25 Minuten ist noch nichts passiert. Haben vorne Edu, kennt man den? Ich weiß es nicht. Wir gewinnen im Elfmeterschießen erst. Freunde, das war aber ganz schön knapp. Und jetzt wollen wir den Reis natürlich auch gewinnen. Rom hat im Halbfinale gegen City gewonnen, aber gegen uns werden sie das wahrscheinlich nicht tun. Pulisic ist der Einzige aus der Hälfte, der gerade noch geblieben ist. Dafür spielt Dembélé nicht. Und El Shaarawy vergibt einen Elfmeter. Ansonsten haben wir die Top-Elf mit Bender unter anderem, der übrigens ein besseres Rating hat als Bartra, was ich nicht gedacht hätte. Aber ein schlechteres als ein Ultimate-Team. Dzeko, der ehemalige Wolfsburger, macht 1-0. Sokratis den Ausgleich. Und am Ende verlieren wir im Elfmeterschießen. Die erste Enttäuschung der Saison, aber immerhin war es das Finale. Den Fehler machen wir definitiv nicht nochmal. Wir gehen übrigens nur bis zum August, was einfach daran liegt, dass ich noch keine wirkliche Ahnung habe, was für Spieler ich holen soll und auf eure Vorschläge warten möchte. Ich werde aber gleich mal meine ersten Scout-Aufträge machen und vor allem Jugendscout verpflichten. Der Mele ist auf 81 gestiegen. Perfekt. Bei Dortmund setzt man viel auf Jugendarbeit, deswegen haben wir unseren belgischen Scout in die Niederlande geschickt, um einen Torwart zu angeln und Jajo Jupan nach Deutschland, um technisch begabte Spieler zu sangeln. Bisher ist unser einziger 5-Star-Skiller nämlich Dembélé und das geht ja auch so nicht. Meine beiden Scout-Aufträge, zentrales Mittelfeld, Allrounder und Stammspielerqualität und zentraler Innenverteidiger, Groß, Stammspielerqualität und Kopfballspezialist. Ansonsten sehe ich keinen wirklichen Bedarf. Das Alter ist auch nicht so niedrig angesetzt. 27 bis 28 sind die höchsten quasi Werte in diesem Spektrum. Liegt ganz einfach daran, dass ich glaube, dass wir auch ein bisschen Erfahrung brauchen und wir haben das Geld, um auch gestandene Spieler zu kaufen. Talente haben wir genug. Wir können auch mal ein paar richtig gute holen. Jetzt kommen die Bayern und wollen Gonzalo Castro, aber das ist auch ein Spieler, den ich normalerweise nicht abgeben möchte. Er ist zwar schon fast 30 Jahre alt und dementsprechend auch nicht unersetzbar auf der Position, aber definitiv wird er nicht zum FC Bayern München gehen. Nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Ober wird auch nicht zu United gehen und ich denke auch Marco Reus wird nicht wechseln, auch wenn das Angebot von Manchester City, an sich für ihn bestimmt interessant ist, aber nein. Das Training war gut und Isak ist gestiegen und zwar auf 68. Mit seinen 16 Jahren ist das ist so überragend. Bisher haben wir erfolgreich jegliche Angebote abgeblockt, aber Ginter werden wir zu Arsenal ausleihen. Die haben schon zwei deutsche Innenverteidiger, warum nicht einen dritten? Und wir haben gleich die nächste Leihe und zwar, Durm zu Anji Machatschkala. Warum die den wollen, weiß ich nicht, aber machen wir einfach, weil wir wollen sowieso verleihen. Mit Guerrero und Schmelzer haben wir auf der Position bereits zwei Spieler und es wäre schade, Durm versauern zu lassen. Und was? Okay, machen wir trotzdem. Und damit sind wir angekommen am 1. August und am Ende dieser Episode noch ein letztes Training zum Abschluss. Und auch das sieht wieder richtig stark aus. Alter Schwede. Und dann sind wir durch für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare eure Transfervorschläge und natürlich, welche Spieler ihr allgemein noch verkaufen würdet oder welche ihr ersetzen würdet. Ich bin gespannt, was da so bei rumkommt. Sollen wir ja auf Jugendspieler gehen? Sollen wir beispielsweise auch ein paar Routiniers holen? Sollen wir es realistisch halten und so weiter und so fort? Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, wie sehr ihr Bock habt auf diesen Karrieremodus. 1000 Likes wären eine richtig
richtig, richtig geile Marken, wenn wir die mal wieder knacken können. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Ich denke, wir werden eine Menge Spaß haben. Und vergesst auch nicht die Infocard am Anfang des Videos, um abzustimmen, welcher Stil der Ganze oder das Ganze hier haben soll. Sportshow, gemischt oder halt nur der live kommentierte Style. Ich bin gespannt. Vergesst nicht, die Beschreibung auszuchecken und diesen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Und ciao.